Servus allerseits, wie gesagt, das bin ich. Euch möchte ich mal ganz recht herzlich zu diesem ersten Video im neuen Jahr begrüßen. Ja, und damit möchte ich euch allen nachher frohes neues Jahr wünschen. Ja, halt Sonntag, ich bin ein bisschen unterwegs, aber große Tour wird es nicht geben. Ich will eigentlich nur an die vordere drei Eichelhütte, dort was essen, ein bisschen sitzen und dann wieder runtergehen. Das Auto, viel mehr ist nicht geplant. Das Wetter ist ein bisschen unbeständig. Jetzt gerade Hals und gleichermaßen Sonnenschein. Ein bisschen blauer Himmel. Ja, 5 Minuten später wird es wieder regnen. Und bei dem unbeständigen Wetter habe ich auch keine Lust, groß auf Tour zu gehen, irgendwas zu machen. Ja, letzte Woche Sonntag habe ich auch keine Lust gehabt, irgendwie rauszugehen und hab da nichts gemacht. Ja, da war es mir auch nicht so gut. Vielleicht lag es daran, dass ich gewusst habe, ich muss wieder schaffen gehen. Ja. Ja, viel mehr gibt es jetzt nicht zu sagen. Ja. Ich gehe mal gemütlich einen Schritt weiter. So weit ist es nämlich zu der Hütte. Und ich traue bin. Melde ich mich nochmal bei euch. Da sind wir ja schön. Ja, der Mann her. Ich sage, ist richtig wiescht her. Als ich an Silvestertag unterwegs war, her. Da haben wir 50 Grad plus gehabt. Leute sind im T-Shirt rumgelaufen. Motorräder sind rumgefahren, Cabrios sind offen rumgefahren. Ja, und das war ein Schauspiel, Herr. Hab ich mal gedacht. Ja, hoppla. So, da bin ich jetzt halt. Viel weiter will ich ja gar nicht. Ja, dann machen wir es jetzt gleich mal gemütlich. Wie ihr seine kennen, habe ich mich jetzt hat mal ein bisschen bequem gemacht, ein bisschen warm angezogen. Ich habe mal den Schlafsack mitgenommen und da bin ich jetzt gerade mit den Fiesen eingeschluppt. Da hatte ich nur mit der langen Unterwäsche ohne die Hose. Das war dann doch zu viel. Ja. Ich hoffe auch, dass es diesmal endlich mit dem Mikrofon klappe tut. Beim letzten Mal habe ich bei der Kamera was falsch eingestellt gehabt. Ich hoffe doch, dass das jetzt richtig ist. Dass man das Heere tut. Alles drum und dran. Ja, ich habe gesagt, ich will was zu essen kochen. Was mache ich heute? Ich habe da eine Tüte mit Alufolie. Da sind ein paar Quellermänner drin. Also einfach ein paar gekochte Quellgumbeere. Die habe ich daheim gekocht und eingepackt. Habe ich. Dann habe ich da einen Salat drin. Ganz einfach. Ein bisschen weißer Käse drin, ja, einfach ein bisschen angemachter Quark, mehr nicht. Quark, ein bisschen Wasser rein oder ein bisschen Sprudel rein, ein bisschen Salz, Pfeffer, Muskat, mehr ist das gar nicht. Ja, und da habe ich Apps, das wollte ich schon zu Weihnachten probieren, habe das zu Weihnachten schon geholt gehabt, aber feststellen müssen, dass das Zeug ziemlich schnell kaputt geht tut. Ja, also wenn man das holen tut, sollte man es auch ziemlich schnell verbrauchen. Ja, weil ich wollte es glaube 4 Tage oder 5 Tage später mal probieren. Und du warst schon grotzig. Ja, ihr wisst jetzt, was ich essen will. Ja, ich mache mir jetzt da mal dran, die Dinger dort zu braten auf dem Gaskocher. Ja, der Rest ist eigentlich nur zusammenschütten. Ja, dann werden wir mal gucken, ob wir was zum Essen kriegen heute. Also, auf geht's. So. Ich würde sagen, mal jetzt los. Das ist das da. So, Veggie Griller. Griller Vegan von Veggie sind das.
die Teile hier. Ja, das habe ich jetzt vorhin gleich nicht gesagt. Was ich natürlich irgendwann noch holen müsste, ist ein Windschutz. Mal, ob das geht. Ja, jetzt kommen natürlich wieder ein paar Lights angeschlappt. Das ist mir jetzt gerade egal. Ja, aber klar, aber ich stehe jetzt nicht extra auf hier den Lights. Hallo. Ah, da tun wir jetzt gerade ein bisschen abrotzeln. So. Griller Veganer, Erbsen-Eiweiß-Basis, proteinreich und frei von Allergene ist das. Für unsere rein pflanzlichen und somit völlig tierfreien Produkte verwenden wir hochwertiges Erbsenprotein. Aha. Ja, da sind wir immer gespannt, ne? So, dann muss Salat und Salatdressing zusammengeschüttet. Der Salat ist gut.
Ja, sieht aus wie Wurst. Ist aber kein Wurst. Oh, Geschmackstest. Mhm. Mhm. Schmeckt schon so ein bisschen nach Erbs. Ja. Ich meine, klar, dass da jetzt halt kein Brotwurst, kein Schweinebrotwurst drauf liegt, das merkt man schon. Das hier ist ein Quellermann, Kumbeer. Ist das? Für diejenigen, die sich fragen, was das ist. Ja, ich denke mal, er hat mir jetzt lang genug zugeguckt, wie ich das Zeug so arg Brot habe. Ich sag mal bis gleich. So sieht es jetzt aus. Einer von deinen Griller ist jetzt schon verschwunden. Keine Ahnung wohin. Ich habe jetzt zwei von deinen Quellermänner. Habe ich jetzt halt gleich ein bisschen noch aufgeschnitten. Tue sie da gleich ein bisschen mit Abrote. Ja. Und das werden wir gleich schmecken lassen. So sieht es jetzt aus. Salat ist schon verputzt. Das habe ich mir jetzt schmecken lassen. Also, guten Appetit. Der Teller ist jetzt leer gegessen. Da war noch ein Nachtisch von der Pirmasenser Schokoladefabrik Wavi. So, Schoko-Dinkelteil da. Den werde ich mir jetzt auch noch schmecken lassen. Ja, gut, gestern habe ich jetzt hat die Brotwurst, die Erbsen, Protein, Brotwurst, ist nicht schlecht, aber so 4 Stück braucht man nicht, 2 Stück täten lange, nicht von der Menge her, sondern einfach vom Geschmacklichen her, ja, weil irgendwann hat man auch den Geschmack da lädt und da reichen 2 Stück und ein bisschen Soße war gut, dass die dabei gehabt haben. So trocken will ich die auch nicht unbedingt essen. Aber man hat es verzehren können. Na, schlecht war es jetzt nicht. Ist jetzt nicht etwas, was ich jeden Tag brauche. Du. Ja, halt einfach zum Ausprobieren, zum Testen. Ganz klar. Ja, das Beste halt immer noch die Grumbeere und der weiße Käse. Ja, einfache Pannen voll Grumbeere und dann Haben voll Grumbeere. Das hat schon immer gelangt. Ja. Ich habe jetzt halt auch noch meinen Nachtisch schon verputzt. Habe noch ein paar Wanderer erklärt, wo sie hin müssen. Ja, weil ich kenne mich halt auch eher ein bisschen aus. Ja, jetzt werde ich mich noch da ein bisschen hinsetzen und ein paar Minuten noch sitzen bleiben. Allerdings geht die Sonne auch schon bald wieder runter. Und ich will ja noch bei Tageslicht runter am Auto ankommen. In dem Sinne werde ich jetzt nochmal abschalten, noch ein paar Minuten sitzen bleiben und später melde ich mich dann nochmal bei euch. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe alles zusammengepackt, Koffer steht bereit. Ja, war Zeit, wieder Richtung Auto zu gehen. Dieses kleine Abenteuer hier ist nun zu Ende. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg zum Auto.
Nachher gibt es noch eine schöne warme Dusche für mich. Ja, und dann ein gemütlicher Sonntagabend noch. Morgen habe ich Spätschicht, kann morgen ausschlafen. Ja, hab nichts weiteres geplant für morgen früh. Also, in dem Sinne, ich hoffe doch, dass es euch gefallen hat. Bleibt nur noch mich zu verabschieden. Ich sage schöne Grüße und auf Wiedersehen.